Hallo und herzlich willkommen an einem neuen Arbeitstag bei der Firma Enjoy Fahrzeugverlierung. Wir fangen heute mal ein bisschen anders an. Und zwar erstmal ein riesen Dank an alle, die kommentiert haben für Timo seinen Abschied praktisch. Ja, sehr schön. Fand ich echt lieb, echt nett, echt sehr geile Nachrichten, geile Kommentare dabei. Dankeschön von meiner Seite aus. Das eine Mitglied verlässt. Vor einem Monat haben wir ein neues Mitglied, Sandro, hier begrüßen dürfen und ein neues Familienmitglied aus dem Jahre 1998 haben wir jetzt auch mittlerweile hier. So, es handelt sich nicht um eine Person, sondern um ein Fahrzeug. Bilder blenden wir jetzt gerade ein. So, es handelt sich um diesen roten Toyota MR2, kein Turbo-Modell. Er ist ein reiner Sauger. Ich sag mal so, was nicht ist, kann noch mehr. So, Fahrzeug ist erst seit ein paar Tagen in unserem Besitz. Fahrzeug bekommt so ein klassisches 90s-Tuning. Jetzt nicht übertrieben eklig. Ich blende mal ein Bild ein von einem ekligen Toyota MR2. So soll er nicht werden. So, also es soll schon schön aussehen. Ja, aber trotzdem das 90s, also wirklich 90er. Die Leute, die in den 90ern oder Anfang, oder ich sag mal in den 2000er-Bereich kamen, die wissen ganz genau, wie das Tuning damals war. Bodykit hier und da und. So, das Fahrzeug ist jetzt schon, hat sich schon ein bisschen was getan. Das wird zwar ein Projekt, was wir jetzt jedes Mal immer wieder mit ins Video reinnehmen, um einfach nur gewisse Fortschritte zu zeigen. Wir wollen jetzt keine speziellen Tuning-Projekte damit machen. Das ist ja nicht unsere Sparte. Unsere Sparte ist Folie. Das wird am Ende dieses Fahrzeuges, also am Ende zur Fertigung dieses Fahrzeuges, wird natürlich auch die Folierung folgen. Die wird nicht außergewöhnlich, aber es wird foliert. Bis dahin nehmen wir euch aber trotzdem mit. Einfach, weil es ein Projekt ist. So, ich würde sagen, wir gehen einmal zum Fahrzeug und gucken, wie weit der jetzt gerade steht. So, das Fahrzeug kam an mit einer... Oder ich fange mal so an. Als erstes haben wir die Innenausstattung, sprich die Türverkleidung und die Sitze rausgerissen. Und, ja okay, jetzt liegt schon wieder ein bisschen was drauf. Und einmal richtig schön sauber gemacht. Von innen. Da haben wir noch die Stoffausstattung. Ja, Türverkleidung. Hier sind noch schön die Sitze. Kommt aber alles nicht mehr drauf, bekommt was anderes. So, Stoßstange vorne ist bereits demontiert. Sieht auch noch ein bisschen wild aus. Kommt auf jeden Fall eine andere Stoßstange als die originale dran. Die Heckstoßstange ist jetzt noch montiert. Kommt aber auch eine andere dran. So, dann können wir aber auch mal zeigen. Viele, die dieses Fahrzeug nicht kennen, wissen nicht, was für Probleme dieses Fahrzeug hat. Viele japanische Modelle, ältere Modelle, haben zu kämpfen mit Rost. Dieses Fahrzeug hat ebenfalls Krieg mit dem Rost. Der Rost hat auf jeden Fall in einigen Ecken hat der Krieg gewonnen. Er hat der Rost gewonnen. So, typische Merkmale sind zum Beispiel hier an dem Schweller-Heckbereich Rost. So, jetzt ist es bei dem Modell so, dass der hier gerade Rost hat. Das hängt aber nur damit zusammen, dass hier mal ein Schaden nicht sorgfältig repariert wurde. Und aus irgendeinem Grund, wir haben jetzt hier drinnen schon alles ausgebaut, konnten wir mal reinsehen und gucken. Auf jeden Fall wurde das nicht fachmännisch repariert. Die Scheibe wird noch rauskommen. Dann wird das auch bearbeitet. Dann haben wir noch an einem Radlauf ein bisschen Rost, was auch zum Glück noch nicht durchgerostet ist. Das wird auch noch bearbeitet. Ja, wie gesagt, Stück für Stück nehmen wir euch mit. Zu diesem Fahrzeug können wir so, wie gesagt, wird ein 90s-Tuning. Oder 2000er. Ich glaube, es wird cooler nennen. So, ich würde sagen, nächstes Fahrzeug. Das Fahrzeug von Manu. Manu von der Firma JP Performance, der für Rotiform Deutschland zuständig ist. Sein Fahrzeug haben wir foliert vor circa 4 Wochen. Dürfte ungefähr 4 Wochen her sein. Haben wir auch gezeigt im Video und auch irgendwann erwähnt, dass wir es zeigen werden. So, jetzt hat sich zeitpunktmäßig auch aufgrund des Wetters etc. heute ergeben. Und deswegen würde ich sagen, geht es jetzt erst zum Porn. Okay. Für Hazel. Okay. So, Fortschritt G-Klasse. Die G-Klasse ist auf der Fahrerseite jetzt komplett fertig foliert. Die Beifahrerseite sieht noch so aus. Kommen jetzt als nächstes die Türen raus. Dann werden wieder die Einstiege foliert, die Türen von innen, die Türen wieder eingehangen. Dann haben wir noch so Sachen wie Dach, Anbauteile wie Stoßstange, vorne und hinten.
Und dann dürfte es auch schon gewesen sein. Ist nur so, dass wir diese Woche leider keinen Handgriff mehr hier dran setzen können. Deswegen erst nächste Woche weiter. So, eine E-Klasse Cabrio haben wir hier stehen. Aktuelles Modell zur Beklebung einer Steinschaltschutzfolie im vorderen Bereich. Und ein wenig Applikation in Rot. Fahrzeug hat ein AMG-Paket. Hat jetzt vorne Motorhaube, Stoßstange, Kotflügel und die Spiegel in Steinschlagschutzfolie bekommen. Hat ein bisschen Rot bekommen, wie man unschwer erkennen konnte. Die Lippe, die Seitenflaps. So, zudem haben wir jetzt hier noch die Leisten in Schwarz, das Emblem in Schwarz, vorne sowie hinten. Hinten noch die Diffusorleiste, die können wir auch einmal kurz zeigen. Auch in dem Rot mit reingebracht. Ja. So, das zum E-Cabrio. Dann haben wir hier stehen einen Hyundai i30N zu einer Vollbeklebung, Vollfolierung. Fahrzeug wird gerade vorbereitet, ist noch mit ein paar Demontage- und Reinigungsarbeiten verbunden und dann geht es zur Folierung. Deswegen gehen wir da auch erst später drauf ein. Aber draußen haben wir noch zwei Fahrzeuge stehen, die wir euch auch nicht vorenthalten möchten. So, hier draußen haben wir jetzt schon ein Fahrzeug stehen, also das hatten wir drinnen. Ist jetzt schon draußen, hat aber auch nur Kleinigkeiten bekommen. So, der Citroen C3 hat einmal die Spiegelkappen und die Dachreling, die waren beide vorher in Schwarz glänzend, hat er in diesen Farben bekommen, also in Silbergrau, passend zu den Originalen. Ich nenne das jetzt mal Anbauteile. Hier und auch am Diffusor ist die Farbe praktisch, dass sie sich wiederfindet. So, dann haben wir ein Fahrzeug, was eine Teilfolierung bekommen hat. Ein sehr, sehr krasser Farbkontrast. Der schöne Golf 7R hat Applikation in einem sehr hellen Gelb bekommen. Dachkantenverlängerung, Spiegel, beziehungsweise waren gewisse Sachen, hatten wir schon vor einigen Monaten foliert. Heute hat dieses Fahrzeug noch bekommen, unterhalb die Linie, auch am Diffusor und das Dach in dem Gelb. Ist auf jeden Fall zu dem Blauen sehr, sehr starker Farbkontrast. So, noch ein Fahrzeug steht hier draußen. Da bekommt ihr jetzt wieder einen Porn, ist ein SQ5, hat die Folierung in Nardo Grau bekommen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr geil. Ich würde sagen, guckt euch's an. Porn. With these simulators, a lot of rappers nowadays just be imitators. Everybody sound the same, every beat trapping. It's like a nigga hit the booth and fell asleep rapping. I'm going back to the roots, I'm going back to where you tapping your boots. You bob your head till your neck hurt, like that is the truth. You backpack with your rap pad, no iPhone, no laptop, just your backpack. You walk hard with your walkman. So, am Toyota MR2 geht's natürlich auch weiter. Kleines Update zwar nur, aber Claudius ist zugange mit der Scheibentönung. Allerdings nur für die hintere Scheibe. Claudius, wie lässt sich die Scheibe machen? Wunderbar. Es ist nicht so schwer, oder? Es geht so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die ehrliche Erinnerung, dass sie nicht so schwer war. Was geht eigentlich? Du hast recht gehabt. Gutes Gedächtnis. 6 Jahre ist es her. 6 Jahre? Mhm. Das Auto ist, wie alt ist das Auto? Das Auto ist jetzt 22 Jahre alt. Vor 6 Jahren hast du es gemacht? Vor 6 Jahren habe ich das gemacht, ja. Ja, das geht. Sieht auch cool aus eigentlich. Ja, ich finde es schöner, weil so hast du von hinten, also erstmal die Schwarz-Rot-Kombination, die ja überall zu finden ist. Und ich mochte das nicht, wenn man das mal so reingucken kann. Deswegen auch nur die Heckscheibe. Also das hier zu machen lohnt sich nicht, weil die hinteren, ich meine, hinten sitzt keiner, da kann man nicht reingucken. Ja, meine Lehne geht ja schon bis hier. Von innen ist es interessant auch, ne? Wie das aufgebaut ist. Das ist nicht schlecht. Ich schätze mal, die Scheibe einzubauen ist ein Problem. Meine Güte. Oder? Das ist richtig. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Da muss das hier komplett ab wahrscheinlich. Ne? Sauber machen. Das sind die Autos. Was ist das jetzt? Was? Wie viel Prozent? Das sind jetzt 95%. 95, ne? Ich wollte eigentlich 100 haben. Aber leider hat der Claudius mir gesagt, dass die 100%ige Folie, beziehungsweise es gibt keine 100%ige Folie, aber eine 98%ige gibt. Aber die ist nicht zulässig in der Straßenverkehrsordnung. Und da wir hier in Dortmund sehr nette Kollegen von den Leuten hier haben, müssen wir natürlich alles versuchen, rechtens zu machen. Nein, die 95er, die ist aber schon dunkel genug. Generell, das Fahrzeug ist ja sowieso, hat einen kleinen Innenraum, ist ja von innen sowieso
ich sag mal, dunkel. Und deswegen reicht das eigentlich so. Ja, sonst, wie gesagt, Updates zu dem Fahrzeug kommen. Immer und immer wieder. Und auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wir zeigen einfach alles. So, als nächstes haben wir den Hyundai i30N. Folierung soweit fertig, abgeschlossen praktisch. Ich muss jetzt nur noch die Stoßstange vorne montieren. Und dann geht das Ding raus und wird foliert. Deswegen guckt jetzt ganz kurz zu, wie ich die Stoßstange montiere. Und danach geht es direkt zum Bohren. Wollt was fragen? Ja. Warum hast du die Stoßstange abgebaut bei dem i30N, obwohl das Auto schwarz ist? Soll das am Stoßfänger einfach mal zeigen? Ja. Okay, also. Diese Stoßstange haben wir demontiert. Erstmal ist es bei einem schwarzen Fahrzeug nicht unbedingt nötig, das zu demontieren, weil man eigentlich an alle zugänglichen Stellen drankommt. Ja, hier, die Verkleidung haben wir jetzt natürlich abgebaut. Das sind diese beiden Sachen. Die sitzt praktisch hier drinnen. So, da wären wir trotzdem rangekommen. Aber, bitte nicht lachen. Das Hyundai-Emblem ist auf Kundenwunsch ausgetauscht worden. Es ist ein schwarzes. Man kriegt das leider nicht von außen ab, denn die lieben koreanischen Kollegen haben das hinten mit diesen beiden Spangen befestigt. Also kurz gesagt, wir haben die Stoßstange demontiert, um ein schwarzes Hyundai-Emblem gegen ein Chrom-Hyundai-Emblem auszutauschen. Nein, umgekehrt. Um das Chrom-Hyundai-Emblem gegen das schwarzglänzende Hyundai-Emblem auszutauschen. Aber das schwarzglänzende Hyundai-Emblem hat der Kunde selbst mitgenommen? Hat der Kunde selbst mitgebracht. Die haben wir hier nicht lagernd. Oder on stock. Ja. Ja, Stoßstange dran. Und dann würde ich sagen, geht's zum Porn. Maybe tough topics bring collection plays negative burnings. Also certain of my pen game and all my verses. Lucy lurking for my worship, but I'm so immersed with the son of God. I'll admit though that I ain't perfect. Mugs be ignorant, bro. It's hard to be the bigger person. So, zu guter Schluss haben wir hier ein Fahrzeug stehen, was eine komplette Folierung bekommt, was ihr jetzt hier fertig nicht sehen werdet, aber nächste Woche sicherlich im fertigen Zustand ein paar schöne Bilder oder ein kleinen schönen Porn sehen werdet. Also Fahrzeug, Range Rover Sport, haben wir jetzt schon ein bisschen demoliert. Haben wir schon ein bisschen deformiert, demontiert. Ja, die Stoßstange vorne haben wir demontiert, Anbauteile wie hier zum Beispiel das auch die Motorhaube, die Seitenverkleidung, Spiegel, Türleisten, auch schon angefangen zu folieren. Brauchen wir nicht verstecken. Fahrzeug ist weiß, bekommt schwarz Metallic. Zeigen wir euch aber erst nächste Woche. Für diese Woche wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Dankeschön. Peace out.